So, hallöchen, meine lieben Leute. Ja, lang ist es her, also eigentlich nicht. Es ist irgendwie so 1 oder 2 Wochen her, dass ich den letzten Part von meinem KSP, Let's Guide, Let's Play, whatever, hochgeladen, aufgenommen und so weiter und so fort habe. Aber wir machen weiter mit dem, womit wir in der letzten Folge quasi aufgehört haben. In der letzten Folge habe ich euch schon mal gezeigt, wie man einen Shuttle baut. Also für die von euch, die noch keinen Shuttle gebaut haben, ne? Letzte Folge, da könnt ihr sehen, wie man einen Shuttle baut. Übrigens könnt ihr hier oben rechts gerne auch einfach einmal auf das kleine Kästchen klicken, was hier gerade wahrscheinlich aufploppt bei euch. Da kommt ihr dann direkt, werdet ihr direkt zum letzten Video hingelinkt und könnt direkt gucken, wie das geht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das letzte Video, wie gesagt, da erkläre ich, wie man das Shuttle selber baut. Wir gehen mal kurz aufs Vehicle Assembly Building. Ich glaube, das letzte Dingsbums, mein letztes Craft, was ich hier gerade offen hatte, sollte noch geladen sein. Das dürfte dann genau unser Shuttle sein. Wie ihr seht, das ist nicht das Shuttle Mark 1, sondern das ist das Cargo Shuttle Mark 1. Denn ich habe off-camera schon mal ein bisschen was vorbereitet. Unser Plan ist es ja, oder mein Plan ist es ja, jetzt hinzugehen. Wir gehen jetzt hin und nutzen dieses Shuttle, um halt Sachen in den Orbit zu schießen, beziehungsweise eine Station im Orbit zusammenzubasteln. Ich habe off-camera gerade schon mal die Station fertig gebaut, I guess, so wie ich sie dann später haben will. Die werde ich euch in diesem heutigen Video noch nicht zeigen. Im heutigen Video wird es nämlich darum gehen, wie starte und lande ich ein Shuttle, primär. Und im nächsten Video wird es dann darum gehen, wie baue ich eine Station, I guess. Aber ich zeige euch schon mal hier, ne? Das ist mein Cargo-Part, das ist das erste Stationsteil, das wir heute hochhaulen werden, shutteln werden. Ich habe noch nicht getestet, ob dieses Ding hier actually fliegt mit dem Zusatzgewicht. Ich habe bis jetzt das Shuttle nur einmal leer geflogen. Und das hat ganz gut geklappt, soweit ich mich da recht erinnere. Ich glaube, das Staging musste noch passen. Mal sehen. Wir gucken einmal kurz jetzt halt als nach. Actually, dass es wichtig ist, immer nachzugucken, weil ich glaube, das Staging ist actually nicht ganz richtig. Was sind das hier für Engines? Vier, achso, genau, das sind hier die Monopropellant-Engines. An unserem dicken Main-Booster, um den nochmal zu deorbiten, was wahrscheinlich nicht klappen wird, weil wir wahrscheinlich nicht genug Monopropellant haben, um den Booster-Tank zu deorbiten. Aber anyways, wir werden wahrscheinlich einfach early ditchen können. Und dann that should be rather fine, indeed. Das sind unsere Drogue-Chutes und das da ist doch bestimmt, genau, und das müssen wir nämlich einmal kurz ändern, das ist hier der Decoupler. Für unsere Payload, die wir logischerweise nicht decoupeln wollen, wenn wir landen, sondern im All. Wenig überraschend. So, das ist unsere effiziente All-Engine, unsere Terrier-Engine. Und was haben wir da noch für einen Decoupler? Das ist, glaube ich, was das? Das ist, okay, das ist der Booster-Tank. Gut, ich mache mal hier die Cargo Bay wieder zu. Wir gucken mal kurz, wie viel Delta V wir haben. Gar nicht wahr, wie viel TWR wir haben. Wir haben genug TWR hier. Wir haben immer noch genug TWR hier und hier haben wir dann nicht mehr genug. Doch, haben wir sogar, ja, logischerweise, wenn wir den dicken Tank ditchen, dann haben wir genug TWR. Gut, wir haben genug Thrust-to-Weight-Ratio. Ich glaube, das Ding, das Schätzchen sollte es bis in den Low-Carbon-Orbit schaffen. Wir haben 1486 Meter die Sekunde Delta. Das ist actually ein bisschen wenig Delta V, muss ich sagen. Ich hätte gerne eventuell ein bisschen mehr Delta V, muss ich da ganz offen ehrlich zugeben. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir ein bisschen mehr Delta V hier reinklatschen in die Rakete. Ich glaube nämlich, mein Plan wäre es auf einen 100 Kilometer Orbit, so ungefähr. Also ich habe es noch nicht so genau durchgeplant, aber wahrscheinlich wird der Plan sein, so einen 100 Kilometer Orbit anzustreben. Das heißt, ich glaube, wir werden ein bisschen mehr Delta V brauchen. Weil 4000 Meter Sekunde werden wir ungefähr brauchen zum Starten, logischerweise. Oder was ist logischerweise? Normalerweise halt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich. Wobei mit der Terrier Engine werden wir ein bisschen mehr haben, ne? Da wird dann. Stimmt. Wenn wir die dann im All nutzen, werden wir ein bisschen Delta V sparen. Und ich glaube, aktuell rechnet der hier quasi die Vector Engine als unsere Main Engine. Und die Terrier Engine ist ein bisschen effizienter und dadurch kriegen wir ein bisschen mehr Delta V. Na, wisst ihr was? Ich glaube, das passt so. Wenn nicht, werden wir erstmal jetzt einen etwas tieferen Orbit anstreben und können dann hier später immer noch den Spaß entsprechend verändern. Ne? Und so. Da können wir dann immer noch gucken, dass wir da Dinge verändern werden. Am Orbit von unserer Station. Erstmal müssen wir das Ding überhaupt ins All kriegen. So, wir werden bitte Valentina Kerman ausladen. Warum ist denn Valentina 5 Sterne und Jeb nur 4 Sterne? That's interesting. I did never notice that. Gestern ist Valentina unsere Hauptpilotin. Okay, so. Dann werden wir Jebediah ausladen. Und wir werden jetzt hier Greg Dys oder Greg Din? Wir nehmen Greg Dys, würde ich sagen. Den laden wir jetzt hier ein. Und den könnten wir theoretisch noch direkt schon in die Mark II Lander Cairn reinsetzen. Das ist hier in unserem Stationsmodul, nämlich das Kommandomodul, was wir da haben. Aber ich glaube, wir lassen den erstmal hier drin. Wir werden den authentisch und realistisch rüber spacewalken lassen und so, weil warum nicht? Und dann würde ich sagen, launchen wir das Schätzchen jetzt hier mal. Ich hoffe mal, der Launch wird erfolgreich sein. Ich kann da natürlich nichts garantieren, aber ich hoffe es einfach mal. Es ist schon ein bisschen her, dass ich die Shuttle geflogen bin. Wie gesagt, 1 oder 2 Wochen ist es ja. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das normalerweise relativ problemlos bis ins All fliegen können, sollten, dürfte, können, sollte und so. Ja, ihr wisst Bescheid. Anyways,
I guess, während hier das Shuttle, das ist uns auch wichtig, es gibt hier so ein bisschen Physics-Easing, nenne ich es mal, ich weiß nicht. Also wenn ihr gerade reingeladen seid, und auch, ich zeige euch das mal anhand von Time Warp, wenn ich jetzt hier einmal Time Warpe und seht ihr das? Sobald ich hier auf mal 1 Time Warp komme, dann wobbelt die Rakete ein bisschen. Ihr müsst da aufpassen, wenn ihr jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr zu oft aus dem Time Warp rein und raus geht, zum Beispiel, während der sich noch nicht gesettelt hat, dann rast die Rakete teilweise aus und wobbelt dann irgendwie wild durch die Gegend und explodiert teilweise. Da müsst ihr aufpassen. Aber ja, während das da gerade passiert ist, ich nutze mal kurz die Gelegenheit, um anzumerken, sollte euch das hier weiterhelfen, dann lasst mir natürlich lieben gerne ein Abo da. Dieses kleine Shuttle-Tutorial. Und bevor ich jetzt launche, actually, werde ich die Gelegenheit noch für was ganz anderes nutzen, nämlich um euch kurz zu erklären, was ich jetzt machen werde. Und zwar werde ich jetzt hochfrotteln auf Maximum Throttle, weil soweit ich mich da recht entsinne, genau, unsere Main-Triebwerke starten auch sehr gut. Soweit ich mich da recht entsinne, war das bei unserem Shuttle so, dass wir von Anfang an direkt Maximum Thrust geben mussten. Dann werden wir, wenn wir jetzt gleich hochfliegen, direkt ein Stückchen drüber kippen auf ungefähr diese Stelle bei der 90 und da werden wir dann ungefähr versuchen zu bleiben. Sollte ich merken, dass der Pitch hier, also ne, wir haben ja SAS und wenn ich merke, dass SAS struggelt mit dem Pitch, den Pitch quasi zu halten und dann quasi immer weiter rüberkippt, werde ich eventuell RCS anschmeißen, damit er den Pitch weiterhält. Und das ist essentially der Start vom Shuttle. That's how you start this. That's how you launch a shuttle in this game. Und auch IRL, I guess. Ungefähr, anyways. Okay, das Rakete pitcht gerade schon von ganz alleine so ein bisschen, aber wir müssen da noch ein bisschen nachhelfen, glaube ich. Ich würde gerne ungefähr hier hin. Ich glaube, hier hin kippe ich meistens. So nicht zu sehr, aber ein bisschen. Zu dieser Linie ungefähr. Ja, und hier werden wir das Schätzchen versuchen zu halten. Wir fliegen ein bisschen schräg. Jetzt ein bisschen im Taumeln. Eventuell muss ich den Flug nochmal restarten. Eventuell muss ich den Flug nochmal restarten. Dadurch, dass ich das mit dem Physics-Kram gerade gezeigt habe, kann das sehr gut sein. Und wir haben actually massive Pitch-Probleme, deswegen schmeiße ich schon mal RCS an. Aber das sieht schlecht aus, muss ich sagen. Es kann sein, dass unser Shuttle ein bisschen zu schwer ist jetzt. Ich glaube, unser Shuttle ist ein ganz klein bisschen zu schwer, um ehrlich zu sein. Oder? Aber er hält ungefähr die Richtung, muss ich sagen. Ich glaube, es passt zu weit. Ja, das ist glaube ich, hart am Limit, unser Shuttle gerade. Unser Shuttle. Ist ziemlich hart am Limit. Ich muss hier wirklich RCS, glaube ich, nutzen, um hier die Kontrolle über das Schätzchen zu behalten. Noch scheint es aber zu funktionieren. So, that's nice. Aber ja, wenn man da zu viel von so Physics-Easing am Anfang hat, kann es sein, dass man leicht schräg startet. Wie ihr seht, bin ich jetzt nicht genau auf der 90er-Linie. Das heißt, unser Orbit ist ja, leicht inkliniert, hat eine leichte Inklination. Wir gucken mal, wie unser Orbit aktuell aussieht hier. Wo ist unser Apoapsis? Bei 40.000, okay. Sieht soweit schon mal ganz gut aus. Gleich werden unsere. Uiuiui. Hoppala. Gleich werden unsere dicken Solid Fuel Rocket Booster leider leer sein. Ja, any second now. Und ihr seht, jetzt, wo die gleich leer sind, verlieren wir gerade ein bisschen Kontrolle über unsere Rakete. Wir werden jetzt mal auf Prograde pitchen und werden hier auch mal auf Orbit gehen. Was wir jetzt erstmal machen müssen, bevor wir irgendwas anderes machen, das ist extrem wichtig, ist, dass wir uns umdrehen. Ich weiß, wir sind zwar noch gerade in der Atmosphäre und drehen und so, das ist alles nicht so der Move wahrscheinlich, aber das muss leider sein, damit wir hier, ich habe nämlich keine Separatrons, ich weiß nicht genau, wie die Dinge heißen, diese Separation Booster auf jeden Fall, die habe ich nicht an unseren dicken Boostern dran, das heißt, uiuiui, wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein, damit unsere Flügel jetzt hier nicht bumm machen, so, mit den dicken Boostern, genau, und jetzt können wir wieder Gas geben, mehr oder weniger, wir sollten erstmal gucken, wie unser Orbit jetzt aussieht. Ah, perfekt, wir haben eh schon eine schön hohe Apoapsis. Wir sind eigentlich quasi hier mehr oder weniger perfekt auf Kurs. Ich würde sagen, wir burnen mal hoch auf, ja, sagen wir mal 120. Wir burnen die Apoapsis mal hoch auf 120 und dann werden wir uns einen schönen zirkulären 120er Orbit ansteuern hier gleich, würde ich sagen. So, außerdem ist es jetzt, glaube ich, an der Zeit, dass wir jetzt hier switchen. Wir sind jetzt im All angekommen und ich glaube, wir werden unsere dicken Triebwerke jetzt nicht mehr ganz so sehr brauchen. Und zumindest zusätzlich kann ich die Engine auch schon mal aktivieren. Dadurch dürften wir jetzt gleich schon mal ein bisschen was an Delta V gehen. Aber noch müssen wir, glaube ich, unsere dicken Triebwerke noch ein bisschen nutzen. Weil die Tail Engine einfach, sie ist effizient. I'm not gonna lie about that part. Sie ist sehr effizient. Aber sie ist nicht effizient genug, glaube ich, um allein mit der Tail Engine hier in Orbit zu kommen. I mean, we can try, I guess. Let's try. Wir können es versuchen. Schauen mal, ob die Tail Engine reicht. Shutdown und Shutdown. Und schon haben wir gerade, glaube ich, 100 Meter Sekunde Delta V gegaint. Ja, aber wie ihr seht, die Tail Engine, die reicht aktuell, glaube ich, nicht. Ne, da tut sich fast gar nichts über unserem Orbit. Wir müssen leider die anderen beiden Engines auch noch anmachen. Ja, bitte reinzoomen schneller. So, okay. Activate und Activate. Könnten die jetzt theoretisch den Thrust limiten? Vielleicht machen wir das sogar. Thrust limiten die vielleicht mal so auf 50, die Engines hier. Dadurch ist unser Rakete, glaube ich, ein bisschen mehr stabil.
Normalerweise, ich glaube, die sind. Oh, ne, da meint nur die 1 gefrustelt mit aktuell. Okay, so. Frusteln wir also weiter kurz. Wir frusteln die auf 50, damit wir etwas mehr was von der effizienten Terrier Engine haben. Physics Time Warp ist uns so eine Sache, wie ihr seht, im Shuttle, weil wenn man die Main Triebwerke nutzt, wie ich jetzt gerade, und unser Apoapsis geht gerade, wer weiß wohin, die wird gerade immer höher, weil ich gerade ein bisschen ineffizient am Burn bin. Dann wird man ein bisschen nach oben, so, und dann passt das, glaube ich. Ja, wir werden gleich ein bisschen den Orbit noch korrigieren müssen. Aber mein Plan ist, eben einen relativ hohen Orbit anzusteuern, weil es nach meiner Erfahrung ein bisschen leichter ist, zu docken an die Station, wenn die Station etwas in einem etwas höheren Orbit ist. Wenn die jetzt gerade so aus der Atmosphäre raus ist, dann ist das so eine Sache. Finde ich persönlich. So, und wir werden jetzt actually erstmal hingehen. Ich werde jetzt hier einmal kurz quicksaven an der Stelle. Hoppala, wieder viel zu weit gezoomt. Vielen Dank für Nichtspiel. So, wir werden einmal quicksaven, werden uns jetzt von unserem Boostertank trennen. Und tschüss, Mr. Boostertank. Damit der in der Atmosphäre verbrennt und verglüht und dann wir den loswerden. Wir drehen uns jetzt wieder auf Prograde. Ich würde sagen, wir werden ein kleines bisschen Time Warpen jetzt an der Stelle. Denn noch haben wir keinen vollständigen Orbit, wie ihr seht. Aber das ist, wie bereits gesagt, Sinn der Sache. Wir haben es noch 1000 Meter Sekunden Delta V. Das ist normalerweise mehr als genug, würde ich sagen. Wir shutten mal kurz beide Engines. Hat er das gemacht? Er hat es ja bei der nicht gemacht. Irgendwie okay. So, und jetzt kurz gucken, dass ich nicht in den Tank rein crashe. Aber das sieht gut aus. Ja, wir crashen nicht in den Tank rein. Das nutzen einfach nur die Terrier Engine, die wird dafür absolut ausreichen. Für das letzte kleine Manöver hier an der Stelle. Jetzt werden wir kurz mal ein bisschen Physics Time Warpen. Und wie ihr seht, werden wir jetzt hier mit ziemlicher Leichtigkeit es gleich in einen stabilen Orbit schaffen. Zumindest hoffe ich das mal. Wir müssen es nur auf 70.000 schaffen, glaube ich. Selbst wenn wir ganz knapp in die Atmosphäre reindippen, dann passt das schon. Wir müssen es nur schaffen, dass wir ungefähr einen stabilen Orbit haben. Wie ihr seht, werden wir wahrscheinlich gleich ganz leicht in die Atmosphäre reindippen. Wisst ihr was? Ich glaube, es ist sogar okay, dass wir hier kurz... Okay, das Spiel ruckelt gerade komplett. Ich glaube, es ist okay, dass wir einmal ganz kurz ein bisschen in die Atmosphäre reindippen. Wir haben nämlich gerade eine sehr, sehr hohe Apoapsis. Sehr viel höher, als das eigentlich geplant war. Wir werden also quasi ein bisschen Aerobraken hier. Aus Versehen. Ja, das dauert jetzt eine Sekunde. Wir müssen jetzt hier leider einmal durch die Atmosphäre timewarpen. Genau, ich muss auch meine Solarpaneele mal ausfahren, damit wir gleich noch Strom und Saft haben. Auch das ist wichtig bei einem Shuttle, dass ihr da irgendwie Stromgenerierungs-Capabilities habt, sonst habt ihr da Probleme. Wenn ihr keinen Saft mehr habt, dann könnt ihr euer Reaction Wheel nicht mehr nutzen und könnt euch im All nicht mehr drehen. Was auch so eine Sache ist. So, wir werden es einfach kurz zur Apoapsis drüber timewarpen. Wir drehen uns jetzt schon mal Retrograde, denn wenn wir an der Apoapsis ankommen sind, für die von euch, die das noch nicht wussten, wenn wir an der Apoapsis ankommen, ist Retrograde, Prograde und Prograde, Retrograde. Das dreht sich einfach einmal komplett. Ich werde actually Solarpaneele jetzt eben kurz manuell extenden und ohne Action Group, denn ich glaube, auf der 1er Action Group liegen auch die Solarpaneele der Station. Ich möchte da eigentlich ungern mit messen. Mit den Action Groups der Station gerade. Vielleicht nehmen wir sogar den 351er Orbit hier, den ich jetzt hier gerade habe. Oder vielleicht nehmen wir auch einfach erstmal keinen zirkulären Orbit. Der muss ja nicht zirkulär sein, das können wir immer noch später fixen. Das ist jetzt erstmal unser erster, ich sag mal, immer noch so ein halber Test-Launch, I guess, von dem Shuttle, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie gut das dann actually jetzt fliegt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es fliegt dann doch ganz gut. So, wir bauen das jetzt hier hoch auf, wie gesagt, sagen wir mal so 100, 120. Klingt ganz gut, finde ich persönlich. 110 und sagen wir mal 125. Ja, so, das passt. Ja, 130, komm, wir machen noch die 130 voll. So, dann passt das. Das ist jetzt unser Stationsorbit und jetzt müssen wir nichts weiter tun als, ja, logischerweise. Actually, wir werden das schön auf der hellen Seite machen. Das hier ist ja ein YouTube-Video, ne? Ihr müsst ja schön sehen können, was jetzt hier so an tollen Sachen passiert. Deswegen werde ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, jetzt hier auf die helle Seite von Kerbin zu Time Warpen. Actually, das reicht sogar schon. Das reicht vollkommen. Ich glaube, ich bin sogar gerade genau da. Nein, du kannst schön so bleiben. Actually, drehe ich mal Retrograde. Mein lieber Shuttle. Genau, drehe ich mal ein bisschen Retrograde. Ja, schön, dass man hier schön die Sonne sieht und dass ich hier schön auch selber sehe, was hier überhaupt passiert. Jetzt nehmen wir den lieben, Greg des Kerman. Actually werden wir erstmal die Cargo Bay öffnen. Genau. Dann steigst du mit aus, mein Freund. Genau, wunderbar. Dann lädst du ihm kurz go. Und dann habe ich da gerade auch schon, als ich das Shuttle zusammengebastelt habe, schön vorbereitet, dass hier der Hatch einfach direkt hier auf der Seite ist. Das heißt, wir können einfach kurz rüberfliegen und das Ding boarden. Und dann passt das. Habe ich hier nicht irgendwie, ich glaube, ich hatte, glaube ich, ich hatte noch ein zusätzliches Modul drin, was ich übrigens abnehmen musste. Aus einem sehr, sehr simplen Grund, nämlich, wir müssen einmal kurz Folgendes machen übrigens. Da hatte ich noch ein zusätzliches Modul drin, aber wie ihr seht, das Ding passt hier barely rein und das musste ich rausnehmen. Ich glaube, da waren noch ein paar Equipment-Sachen drin, irgendwie so EVA-Canister-Tank-Dinger und so. Aber, well, I guess, die haben sich jetzt erstmal erledigt, aber es macht ja nichts. Wir können ja mit einem späteren Modul immer noch diese EVA-Experiment-Kits und Repair-Kits und so weiter hochtransportieren. Anyways, was wir jetzt machen müssen ist, wir gehen auf Control from here.
Ich meine, wir kontrollieren das Ding eh schon von hier, aber um sicher zu gehen, dass wir es wirklich von hier aus kontrollieren. Denn was wir jetzt machen werden, ist folgendes. Jetzt werde ich mal Quick Save an der Stelle. Und jetzt werden wir hingehen und werden kurz diese Stage hier, die hier, ne, die Decoupler werden wir jetzt hier gleich decoupeln. Und wir werden, um das zu tun, erstmal kurz SRS ausschalten. Und ich glaube, K ist es, also RCS einschalten, dann auf K könnt ihr, glaube ich, nach unten RCS Thrust geben. Quasi, ich habe übrigens vergessen, den Decouple Force von dem Decoupler runterzudrehen. Deswegen, der wird gleich relativ viel Decouple Force haben. Deswegen muss ich es möglichst schnell machen. Also, ich werde es decoupeln. Er hat es nicht gemacht. Jetzt hat es gemacht. Und jetzt drücken wir kurz K, um uns hier. Ja, es ist I, es ist I, es ist I, es ist nicht K. Wir drücken I. Oh, eventuell habe ich gerade einen kleinen Miner Upsi gemacht. Merke ich gerade. Wenn wir den Quick Save nochmal laden. Ne, wir haben Monopropellant drin. Das wollen wir ganz gerne mal so, dass mein Shuttle den Monopropellant aus dem Stationsmodul selber dann irgendwie raustrainiert. Drücken wir kurz 1 und expanden hier unsere Solarpaneele. Und wie ihr seht, ist unser erstes Stationsmodul damit jetzt hier im Orbit. Das befinden sich jetzt hier im Orbit. Das hat ein paar Solarpaneele. Das hat, glaube ich, auch ein paar. Genau, ein paar Antennen hat es auch. Ja, so, wunderbar. Das ist unser erstes Stationsmodul. Kleine Ruhe, kleine Stelle, okay. Unser erstes Stationsmodul. Da müssen wir jetzt erstmal nichts machen, da müssen wir jetzt auch nichts andocken, das ist ja das erste Modul. Was wir jetzt machen werden, ist einfach nur noch der Shuttle zu landen. Denn das ist ja kein Stationsguide hier heute, sondern das ist ein, wie lande ich mein Shuttle Guide, mehr oder weniger. Und genau das werden wir jetzt tackeln, quasi. Wir drehen jetzt erstmal Retrograde, bitte. Und dann werden wir jetzt erstmal gucken, dass wir hier in einen Landeanflug gehen. Gehen und übergehen und generell und überhaupt. Ich würde gerne erstmal meinen Apoapsis ein bisschen. Gehen wir auf Kerbin, so. Wir senken unsere Apoapsis ein bisschen ab. Und zwar bis auf. Es kostet auch gar nicht mehr so viel Delta vor. Wir sehen, wir haben noch einiges immer. Was sich übrigens später als sehr praktisch zeigen wird, äußern wird, dass wir noch viel Treibstoff haben. So, wir burnen unsere Apoapsis runter, bis sie zur Periapsis wird, logischerweise. Und dann burnen wir die ganz knapp so runter, dass wir noch ganz knapp über der Atmosphäre sind. So, kleine Stückchen so auf, ja, so ungefähr, keine Ahnung, das kann ich mir gleich selber eyeballen. Die muss einfach nur knapp über der Atmosphäre sein. Also mache ich das immer, das muss man natürlich nicht genauso machen, aber ich würde euch raten, euren Orbit relativ tief runter zu burnen. Außerdem würde ich euch dazu raten, darauf zu achten, dass das KC auf der hellen Seite von Kerbin ist. Das nicht nur, weil ich der YouTube-Heini bin, der gerne Sachen im Hellen macht, damit ihr seht, was passiert, sondern einfach nur, weil ihr ihr als andere KSP-Heinis wahrscheinlich genauso wie ich. Oh, wir hätten schon längst den Burn starten müssen, merke ich gerade. Okay, wir werden actually die Manövernote. Na, hallo. Hallo, danke. So, um einen Orbit verschieben, da ich gerade gepennt habe. Und gerade irgendwie for some reason manuell getimewappt habe. Anyways, ja, da ihr als KSP-Heini, genau wie ich, wahrscheinlich Augen habt, kann ich euch nur sagen, es stellt sich heraus, es ist meistens praktisch, Dinge sehen zu können. Vor allem, wenn man versucht, ein Flugzeug zu landen, das die aerodynamischen Eigenschaften eines Backsteins hat, aka ein Space Shuttle. Deswegen kann ich euch nur dazu raten, am besten tagsüber zu landen. Deswegen, ja. Sollte sich das KC, also das Kerbal Space Center, gleich auf der dunklen Seite von Kerbin befinden, kann ich euch schon jetzt sagen, dass ich dann einfach ein bisschen time warpen werde. Also ein paar Orbits, bis sich das wieder auf der hellen Seite befindet. Wie ihr seht, habe ich einen schönen Dingsbums-Orbit. Ja, wie heißt es? Einen schönen äquatorialen Orbit. Und ein äquatorialer Orbit hat logischerweise den Vorteil, dass wir hier quasi, ne, perfekt beim Kerbal Space Center gleich landen können. Ich werde einmal kurz Kerbal Engineering Redux nutzen hier. Und dann gucken wir mal kurz, was meine Inklination ist. 1,5 Grad, die könnte man theoretisch auch noch korrigieren vorher, bevor wir jetzt hier landen. Um sicher zu gehen, dass wir wirklich am KC landen und nicht irgendwo. Um da wirklich ganz sicher zu gehen. So, ich sehe mein Periapsis eh da. Okay. Wir burnen Motor auf 80, knapp über 80, so wunderbar. Und jetzt werden wir gucken, dass wir vielleicht unsere Inklination noch ein bisschen verändern können. Ich weiß nicht, inwiefern wir die verändern müssen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen runterkippen, und zwar an dieser Stelle hier. Schauen wir mal kurz. Ihr seht ja hier das KC-Icon und wir werden jetzt einfach kurz hingehen und werden, ne, in die Richtung hier. Wir werden den Orbit ein bisschen runterkippen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir jetzt hier perfekt äquatorial sind, aber ich glaube, wir müssen in die Richtung kippen. Das kostet auch kaum Delta V, 19 Meter Sekunde, wie ihr seht. Das kostet ganz wenig. Ich werde jetzt hier an der Stelle einmal quick saven. Ich denke, das ist angebracht, denn wir sind kurz davor, jetzt hier landen zu können. Aber wie ihr seht, das ne, Kram in einen Low-Carbon-Orbit zu bringen, ist gar nicht so schwer. Logischerweise, wenn man noch docken muss, ist es nochmal eine Stufe schwieriger, eine Schwierigkeitsgradstufe, advanceder quasi. So. Jetzt timen wir kurz darüber und sorgen dafür, dass unser Orbit wirklich schön über das Kerbal Space Center hinwegfliegt. Das sieht ganz gut aus. Eventuell müssen wir ein ganz klein bisschen mehr burnen, als ich ursprünglich dachte. Ganz kleines bisschen mehr. So, sagen wir mal so. So. Das werden wir dann ja gleich sehen, I guess.
Ich glaube, wir müssen wirklich ein bisschen nach unten den Orbit bewegen. Ui, jetzt habe ich hier grande Kaka gemacht, aber das ist schon okay. Alles prima. Wir können über Flight, über Kerbal Engineering Redux, das ist auch eine Mod, die ich euch nur empfehlen kann. Können wir hier unsere Inklination sehen, die müssen wir auf ungefähr 0 unterbauen. Also wir müssen nicht, aber umso näher es an 0 ist, umso leichter wird das mit der Landung, früher oder später sein dann. Okay, ja, 0,9, 0,94, 0,3, 0,0, 8,9, 8,7, 8,6 und so weiter und so fort. Ein bisschen Physics Time Bomb hier an der Stelle. Wird mal auf, ja, das reicht, okay. Jetzt sind wir auch an dem Punkt angekommen, dass ich glaube ich nochmal irgendwie einen ganzen Orbit Time warpen müsste, um jetzt hier weiter meine Inklination verändern zu können. Deswegen ist das passt soweit. Das Einzige, was wir jetzt nur noch tun müssen, ist ein bisschen Time warpen. Ich werde mal Quick Saven und jetzt werden wir Time warpen bis das Kerbal Space Center, weil es, ne, wie ihr seht, das geht jetzt gerade hier in den dunklen Part des Planeten immer. Wir warten jetzt bis das hier wieder auf der hellen Seite des Planeten angekommen ist. Und dann werden wir uns jetzt gleich vorbereiten zu landen. Da gibt es ein paar kleinere Tricks beim Landen. Bitte macht die Labels weg. Vielen Dank, Spiel. Ich weiß nicht, ob das Spiel manchmal irgendwelche random Labels anzeigt. Angeblich, weil ich einmal darauf gerechtsklickt habe, aber das halte ich für, wie sagt man so schön, Fake News. So, jetzt werden wir hier einmal kurz nochmal quicksaven, denn jetzt sind wir hier in einer Prime-Landeanflugsposition angekommen, würde ich mal sagen. So, wir drehen uns jetzt bitte Retrograde. Retrograde. Und dann werden wir von hier aus jetzt gleich landen. Jetzt würde ich fragen, oh, wie geht das denn? Du willst ja aus dem All-Ops der kleinen. Ne, auf dem kleinen Runway, da willst du landen, wie soll das denn gehen? Das ist gar nicht mal so schwer. Wie ihr seht, haben wir eh schon ungefähr den richtigen Kurs. Wir fliegen quasi perfekt drüber hinweg. Alles, was wir machen müssen, ist einfach uns deorbiten, wie quasi immer, mehr oder weniger. Mit dem kleinen geänderten Touch, dass wir versuchen müssen, eine Trajectory zu kriegen, also einen Landeanflug, der uns dann ungefähr beim Kerbal Space Center runterkommen lassen wird. Ich kann euch nicht garantieren, dass dieser Landeanflug jetzt hier so perfekt ist. Ich werde das mal so grob plotten. Ne? Manchmal muss man ein bisschen tiefer anfliegen, manchmal muss man ein bisschen höher anfliegen. Mein Bauchgefühl sagt mir, das könnte eventuell noch ein bisschen zu hoch sein, aber eventuell kommt es auch hin, weil wir haben einen relativ tiefen, relativ tiefe Periapsis aktuell. Die ist wirklich sehr, sehr tief. Deswegen, das könnte hinhauen so. Vielleicht aber auch nicht. Ich werde es hier nochmal quicksaven mit der Manövernaut. Und es ist wirklich keine Schande, wenn man das jetzt nicht first tried. Ne? Also wenn ihr es beim ersten Anlauf nicht schafft, selbst wenn ich es jetzt beim ersten Anlauf schaffen sollte, was ich nicht garantieren kann. Das ist wirklich der most finicky Part. Neben der Landung selber ist der schwierigste Part in meinen Augen, diesen Anflug wirklich einzuleiten aus dem All. Das ist der eine schwere Part, und eine schwere Part ist die Landung selber. Aber tatsächlich mit Shuttles ist es da in meinen Augen teilweise sogar leichter zu landen als mit zum Beispiel SSTOs. Also es kommt drauf an, nur teilweise, nicht immer. Aber es ist, so wir müssen nämlich anfangen zu bauen. Es ist teilweise gar nicht mal so schwierig mit Shuttles zu landen aus dem Grund. Also zumindest, wenn ihr einen Shuttle gebaut habt, wie ich das jetzt gebaut habe. Wir müssen, das ist uns auch wichtig. Ihr müsst gucken, dass eure, dass quasi der künstliche Horizont, also quasi der Himmel, hier auf dem Nerfball, dass der über euch ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Damit ihr nicht falsch um die Atmosphäre reentert. Actually merke ich gerade, ich glaube, wir müssen uns andersrum drehen. Ja, wir müssen uns andersrum drehen, denn wir sind gerade in Richtung Retrograde ausgerichtet, weil wir unseren Orbit verkleinern. Das wir drehen uns andersrum, denn wir müssen gleich einmal uns komplett andersrum drehen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Wir müssen uns Richtung Prograde ausrichten. Also soon-ish, TM, soon-ish. Ja, aber das ist der schwierigste Part. Einfach nur, weil, ne, ihr müsst ungefähr abschätzen, dass ihr dann so runterkommt, dass ihr hier wirklich dann landen könnt. Und die Landung selber ist halt der andere schwere Part, logischerweise. Wobei, wie gesagt, mit Shuttles haben quasi, hatte ich gerade noch einen kleinen Stutter, glaube ich. Das Spiel hat noch kurz geruckelt, for some reason. Shuttles haben einen, das ist ungefähr richtig. Es ist kein ultra-genaues Burn-Manöver, wie ihr schon merkt wahrscheinlich. Shuttles haben quasi einen großen Vorteil gegenüber anderen Spaceplanes, finde ich persönlich zumindest. Und zwar ist das die Tatsache, dass ein Shuttle diese Engines hier hat, diese dicken Engines. Zum einen sind es dicke Engines, die viel Thrust produzieren, das heißt, mit denen kann man ganz gut landen. Aber noch viel wichtiger als das, diese Engines sind leicht nach oben gewinkelt. Das heißt, die generieren von ganz alleine quasi so eine Art Auftrieb, so ein bisschen Auftrieb halt einfach. Das heißt, damit kann man relativ leicht landen, finde ich persönlich. Ich finde es immer sehr komfortabel, um zu landen. So, es ist auch keine Schande, jetzt hinzugehen, zu speichern, dass ihr als zum Beispiel, keine Ahnung, Landing, Pre-Orbital, wir nennen das jetzt hier Pre-Orbital, das ist unser Pre-Orbital Quicksave. Und wenn das nicht passt, dann können wir einfach diesen Quicksave hier laden. Das würde ich euch übrigens auch raten, jetzt hier irgendwie so ein Quicksave zu erstellen. Das ist jetzt unser Pre-Orbital, Pre-Atmospheric wollte ich es eigentlich nennen, egal. Ja, Pre-Orbital macht eigentlich null Sinn. Aber ihr wisst Bescheid, ne? Also das ist quasi unser präatmosphärischer Quicksave. Wir werden jetzt hier Stability Assist einschalten und wie ihr seht, ich switche mal jetzt in die Ansicht, das ist jetzt hier die wichtigere Ansicht quasi. Wie ihr seht, wir werden nicht mit der Nase nach vorne fliegen, sondern wir werden jetzt hier mit unserem Shuttle-Bauch quasi vorausfliegen. Und das hat den Sinn und Zweck, dass wir jetzt hier erstmal ein bisschen
deceleraten müssen. Wir sind nämlich noch zu schnell. Aber wir können damit jetzt steuern. Dadurch, dass wir jetzt quasi mit Absicht uns noch verlangsamen, indem wir jetzt hier Drag produzieren, ne, können wir jetzt steuern, wann wir wo runterkommen. Ich bin da auch nicht perfekt drin, kann ich schon mal verraten. Ich werde erstmal noch weiter meine Terrier-Engine um uns anlassen. Die Terrier-Engine ist nicht sehr effizient und nicht sehr schnell, aber die ist ganz gut zum Korrigieren. Sollte unser Orbit zu low runterdippen. Und ihr sollt übrigens auch so oder so nicht zu früh die Nase runterpitchen. Also in jedem Fall nicht. Sonst generiert ihr nicht nur zu wenig Drag, sondern sonst gibt es ganz andere fatale Folgen, nämlich dass euer Shuttle eventuell einfach zu heiß wird. Auch nicht zu hoch pitchen übrigens. Wenn ihr zu hoch pitcht, dann flippt ihr eventuell und dann verliert ihr auch Kontrolle. Deswegen müsst ihr gucken, dass euer Descent da wirklich kontrolliert ist quasi. Wir können uns hier ein bisschen Physics time mobben, glaube ich noch. Noch ist es hier gerade nicht so dramatisch. Okay, jetzt werden wir ein bisschen runterpitchen. Ganz klein bisschen werden wir jetzt hier runterpitchen. Wir sind jetzt noch 64.000 Meter über dem Boden. Ich werde mal versuchen, meinen Pitch ungefähr in diesem Bereich zu halten erstmal. Also vorerst. Wie gesagt, ich will nicht zu aggressiv rauf oder runter pitchen, sondern einfach rauf oder runter pitchen, sei schon zu aggressiv jetzt hier mit dem Bauch voranfliegen, sondern oben. Wie seht, wir sind hier, wir werden den Spaß vielleicht ein kleines bisschen verpassen. Aber das ist manchmal so. Das könnt ihr aber normalerweise, kann man das gleich relativ easily, wenn wir dann in der Nähe vom KSC sind, noch korrigieren. Wir fliegen nicht zu weit daneben vorbei, sondern ein bisschen zu weit links. Das kann man gleich im Final Approach normalerweise nochmal beheben. Also im finalen Landeanflug. So, und jetzt haben wir auch endlich die vernünftige Kameraperspektive hier, mit der man wirklich mal sieht, was jetzt die Sache ist, was jetzt hier abgeht. Wir verlieren langsam Electric Charge, aber das. Oh, okay, ups. Aber das passt schon. Das ist gar nicht so dramatisch, wie ihr denkt, denn die aerodynamischen Tragflächen und sowas hier, also die Ailerons zum Beispiel, die ganzen Aerodynamikteile, die funktionieren und auch der Tailfin hier zum Beispiel, die funktionieren auch alle ohne Electric Charge, also braucht ihr tatsächlich keinen Strom für, was. Der Realismus dahinter sei jetzt mal dahingestellt, dass man dafür 0 Einheiten Strom braucht, um die Dinger zu bewegen. Aber ja, da braucht man keinen Strom für. Deswegen keine Sorge, sollte euer Strom sich relativ fix verflüchtigen, sagen wir mal so. So, und was ihr jetzt hier machen könnt, solltet ihr jetzt merken, dass euer Orbit gleich, keine Ahnung, hier schon enden würde und ihr da landen würdet, könnt ihr jetzt gleich einfach hingehen. Ihr seht, der wird ganz schnell, kommt jetzt Richtung KSC hier. Und wir sind noch ein bisschen zu hoch, um den Turn zu machen. Wenn ihr merkt, dass euer Orbit zu schnell sich verflüchtigt, wie ihr seht, wenn ich jetzt einfach ein bisschen burne, können wir einfach ein ganz kleines bisschen Auftrieb noch generieren. Und mit Hilfe von diesem Auftrieb von unserer Terrier Engine sorge ich gerade dafür, dass wir einfach nur ein bisschen weiter fliegen. Sodass wir es wirklich bis zum KSC schaffen werden. Man kann übrigens auch rückwärts landen, also quasi, ne, der Planet dreht sich in eine Richtung. Und man kann auch sich in die falsche Richtung drehen und landen, auch das geht. Da kommt man halt von einer anderen Richtung. Das ist aber ein bisschen schwieriger, finde ich persönlich. Am leichtesten ist es wirklich in diese Richtung zu landen. Also solange ihr es vermeiden könnt, solltet ihr am besten wahrscheinlich dann versuchen, so zu landen, was man in der Regel eigentlich fast immer vermeiden kann. Das sei denn, ihr kriegt irgendwie einen schlechten Encounter von einem interplanetaren Flug oder sowas. Actually müssen wir gucken, dass wir dann doch vielleicht ein bisschen schneller runterkommen jetzt hier. Und ich glaube, ich hätte an der Stelle nochmal quick saven. So, das ist hier, keine Ahnung, Suborbital Early Approach. Ne? So, dann wissen wir Bescheid. Das ist ein früher Punkt des Approaches noch. Von hier aus kann man noch viel verändern. Im gesamten Flugfahrt. Ich werde jetzt nämlich mal mit Absicht hingehen, werde den Orbit sehr, sehr schrumpfen lassen. Wie gesagt, keine Schande, wenn man hier oft speichert, das ist sehr, sehr schwer zu landen. Aber ich versuche möglichst zu erklären, was ich alles tue. Ich versuche, wie gesagt, diesen Punkt, der sollte ungefähr hier so bleiben, würde ich euch raten. Also hier so irgendwo, ne, hinter dem Actual Runway, damit ihr noch ein bisschen Speed habt. Wenn ihr dann da wirklich am Landen seid, ihr braucht nämlich den Speed, um nicht aus der Luft zu fallen und einfach safely landen zu können, einfach. Pretty much. Deswegen, ich würde gucken, dass das ungefähr hier so bleibt. Und ich sehe gerade schon, wir sind schon so tief, dass unsere Terrier Engine kaum noch genug Thrust produziert, um actually den Orbit zu erweitern, sondern wir halten noch den Orbit aktuell. So that means, dass wir jetzt langsam, das bedeutet, dass wir jetzt langsam hingehen müssen und noch ein bisschen burnen müssen, glaube ich. Und dann werden wir ein ganz klein bisschen runterpitchen, denn wir sind schon wieder relativ weit nach oben. Also, wenn ihr hier Stability Assist drin habt, logischerweise, was ihr übrigens haben müsst, sonst, ich glaube, sonst fliegt das Ding quasi aerodynamisch perfekt und verglüht dann halt einfach, weil er die Nase runterpitcht. Glaube ich weiß es nicht. Ihr müsst dann gucken, dass ihr immer zwischendurch runterpitcht, weil logischerweise ihr dreht euch um den Planeten und das Stability Assist hält halt die Nase an derselben Stelle. Ungefähr, anyways. So, ich glaube, wir haben genug geburnt. Na, ein bisschen vielleicht noch. Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, das ist sehr, sehr bauchgefühlabhängig. Wie hoch sind wir jetzt noch? 46. Ich würde sagen, bei 40 bis 30 werden wir auf Prograde runterpitchen, ungefähr. Wir können eigentlich schon mal langsam sich jetzt schon noch ein bisschen, schon mal ein bisschen weiter runterpitchen, aber ich will das nicht zu aggressiv machen. Sonst können wir langsam aufhören zu burnen, denn wir müssen jetzt tatsächlich gucken, dass wir jetzt wirklich hier so ungefähr landen und nicht da hinten. Das heißt, ein bisschen müssen wir dann noch verlieren. Wie lange dauert es bis hierhin? 2,5 Minuten quasi, 2,5 Minuten ungefähr, bis wir da hinten ankommen. Aber wir werden bald wahrscheinlich runterpitchen. Wie ihr seht, unser Cockpit
Übrigens, das liegt daran, dass das Cockpit quasi das erste Inline-Part ist. Das ist einfach wie dieses Spiel das Ganze simuliert, die Hitze. Das kriegt gerade die meiste Hitze, aber wir gerade schon langsam ein bisschen heiß. Wenn wir jetzt schon zu aggressiv runterpitchen würden, könnte es sehr gut sein, dass es einfach zu heiß werden würde und dann Bumm machen würde. Was wir natürlich versuchen zu vermeiden. Ihr könnt uns auch aufs KSC klicken und auf Activate Navigation klicken. Dann da unten seht ihr es so ganz leicht. Da sieht man so eine kleine Flagge. Das ist unser Navigationsziel. Da fliegen wir jetzt also gerade quasi hin. So, jetzt pitchen wir schon mal langsam ein bisschen runter, glaube ich. Ein bisschen mehr. Und machen es ein bisschen aerodynamischer. Und ja, wir werden gleich einen sehr, sehr steepen Ascent antreten müssen, glaube ich. Weil wir sind, glaube ich, noch. Ich switche schon mal zu Actual Height, aber wir sind gerade eben im Ozean. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu schnell tatsächlich. Ja, wir sind, ja doch, wir sind noch ein bisschen zu schnell. Und ein bisschen zu hoch und generell und überhaupt. Vielleicht pitchen wir doch mal ein bisschen hoch. Also mit Absicht. Um hier unseren Descent etwas zu beschleunigen, sagen wir mal so. Das Problem ist, wir sind mittlerweile so tief in der Atmosphäre, dass wir uns damit durchaus teilweise signifikant destabilisieren vielleicht. Also sonst würde ich jetzt hier mal mit Backspace wieder auf den Kamerafokus von meinem Shuttle selber. Boah, das ist schon wieder so ein ewig langes Video übrigens, aber so ist es halt. So ist das, wenn man Shuttle startet und landet und sowas. Das dauert in diesem Spiel alles ein bisschen. So, ich glaube, hier werden wir jetzt auch nochmal Quicksave erstellen. Das ist hier der, weiß ich nicht, der Casey Wide Long Approach. Das ist immer noch ein relativ langer Approach, aber man kann nicht mehr ganz so viel am Orbit verändern. Aber müssen wir, glaube ich, auch nicht, weil wie ihr seht, da hinten, da ist irgendwo das Kerbal Space Center. Da ganz hinten irgendwo. Aus irgendeinem Grund leuchtet man raus und noch grün, obwohl ich auf nichts drauf klicke gerade so, jetzt nicht mehr. Diese paar kleinen Pixel, ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt auf YouTube, aber das da hinten ist der Runway. Der ist da ganz hinten irgendwo. Ganz da hinten. Und da werden wir gleich landen. Und es wird langsam aber sicher, um uns auch Zeit runter zu pitchen. Glaube ich zumindest. Deswegen machen wir das mal. Wir haben ja eh kurz vor gerade noch Quicksave gemacht, also sollten wir jetzt hier irgendwelche dramatischen Fehler machen. Das ist gar kein Problem. Was ich jetzt machen werde, während ich runterpitche übrigens, ist folgendes. Ich werde den Thrust Limiter hier jetzt auf ungefähr 10 stellen. Oder 9,5, passt schon. Auf irgendeinen niedrigen Wert bei den dicken Triebwerken. Und die werden wir gleich zum Landen nutzen. Darauf achten, dass sie denselben Wert bei beiden einstellen natürlich. Die werden wir gleich nutzen, um zu landen. Das schätze ich hier. Deswegen stelle ich da den Thrust Limiter relativ low ein. Damit die nicht allzu viel Thrust geben, aber ein gutes bisschen halt. Ich schalte sie aber noch nicht ein. Wie ihr vielleicht gemerkt habt. So, wir werden jetzt so ein bisschen aggressiv runterpitchen. Also nicht zu aggressiv, aber ein bisschen. Denn, also ich zumindest muss das tun. Und wir werden uns ein bisschen rechts drehen, nur ein ganz kleines bisschen. Denn wenn ihr es zu sehr macht, dann kostet euch das sehr viel Flughöhe und generell und überhaupt. Und ist nicht sehr empfehlenswert. Wir müssen noch ein bisschen weiter runterpitchen, noch ein bisschen weiter runterpitchen. Weil ich noch viel zu hoch bin. Ich bin 25.000 Meter hoch noch. Wir könnten jetzt eventuell unsere Airbrakes deployen. Ganz kurz, um ein bisschen Speed zu verlieren. Ja, machen wir das mal ganz kurz. Ein bisschen viel, viel, viel aggressiver runter. Ich muss wieder einfahren, sonst habe ich hier zu viel Drag. Ja, und jetzt wobbeln wir langsam aber sicher Richtung Runway runter. Und ich glaube, wir müssen den Quicksave laden, den einen gerade. Ich bin gerade, ja, wir werden es overshooten. Wir werden. Oh, this could work, bro. Also, ich stall gerade. Also, wir stürzen gerade quasi ab. Aber das ist tatsächlich nicht unbedingt eine schlechte Sache. Da wir sonst vorbeifliegen würden am Runway. Man kann von hier aus recoveren. Also das darf ich euch verraten. Man kann durchaus recoveren. So ein bisschen schwierig. Wie gesagt, dieses Ding hat jetzt nicht so die ultra krassen aerodynamischen Eigenschaften. Ich werde auch das jetzt nicht rausschneiden, weil muss ich zeigen, dass man von hier aus theoretisch noch wieder recoveren könnte. Ich glaube aber nicht, dass wir von hier aus landen werden, um ganz ehrlich zu sein. So, wir werden es mal versuchen, uns auf Prograde auszurichten. Ja. Vielleicht schaffen wir es, vielleicht. Vielleicht. Wir müssen uns nur in Richtung Prograde Marker schaffen. Das wäre schon sehr hilfreich. Wenn wir so halbwegs in irgendeine Richtung uns ausrichten können. Und ich glaube, es wird langsam Zeit, unsere beiden dicken Engines zu starten. Weil die werden uns gleich auch sehr dabei helfen, Kontrolle wieder zu erlangen. Nachdem wir jetzt hier so halb abstürzen. Man kann auch landen, indem man einfach gerade auf den Runway zufliegt. Und sollte das jetzt eine erfolgreiche Landung werden. Ich euch gleich nicht mehr zeigen. Sollte ich es euch gleich nicht mehr zeigen können. Aber wie ihr seht, ja, jetzt regainen wir langsam unsere Kontrolle. Zumindest ein bisschen. Ein bisschen mehr Frost. Und wie ihr seht, jetzt haben wir wieder ein bisschen Kontrolle über die Kiste. Und wir wollen bitte ein bisschen uns drehen nach links. Und wollen jetzt hier so einen kleinen Looping fliegen, so eine Art. Es ist übrigens ein schrecklicher Descent. Also das ist wirklich... Man kann das sauberer fliegen, sagen wir es mal so. That's what I'm trying to say. Kann das definitiv sauberer fliegen. Aber wie ihr seht, wir können es jetzt immer noch drehen. Und das ist gleich, dann sollten wir es wirklich bis hierhin schaffen, uns komplett gedreht zu haben. Was... möglich ist. Ich sag's es mal so. Es ist auf jeden Fall möglich. Ob wir es wirklich schaffen, weiß ich nicht.
Aber es sollte möglich sein normalerweise. Ein bisschen geradeaus fliegen jetzt hier vielleicht. Ein bisschen mehr geradeaus fliegen, so. Wir haben noch relativ, also ich habe noch relativ viel Delta V, deswegen ist das hier alles immer noch im Bereich des Machbaren und Möglichen, weil ich halt einfach relativ Sprit noch habe. Wenn ihr weniger Sprit habt nach so einer Mission, logischerweise, ist es schwierig, von sowas zu recovern. Wenn ihr so viel zu weit zur Seite geflogen seid. Aber jetzt fliegt sich das Ding hier mehr oder weniger wie ein Flugzeug, so ein bisschen. So ein bisschen zumindest. So, und an dieser Stelle werde ich gleich nochmal quicksaven. Würde ich sagen. So, das ist KSC Terrible. Terrible Landing Attempt. Ja, falsch geschrieben, natürlich. Landing Attempt. Das ist ein schrecklicher Landing Attempt. Aber selbst von so einer Landung kann man noch recovern. Ist jetzt nicht unbedingt ein Paradebeispiel dafür, wie man in diesem Spiel landet, logischerweise. Würde ich jetzt mal sagen, weil wir sind gerade komplett gestallt. Aber keine Sorge, auch eine Landung ohne Stall sieht quasi genauso aus, nur dass ihr dann nicht diese komische Landepirouette machen müsst, die ich jetzt hier gerade mache. Deswegen so gesehen, ihr solltet immer relativ lange warten, bis ihr hier eure Landebeinchen ausfahrt. Da sollte man immer relativ lange mit warten. Aber wie ihr seht, selbst nach so einem schrecklichen Landeanflug kann man immer noch diesen Vogel zum Boden runterkriegen. Irgendwie. Also ohne abzustürzen. Zumindest ist das jetzt hier der Plan. Theoretisch gesehen ist das jetzt hier eine Landung wie die andere. Ab diesem Punkt, mehr oder weniger. Wir sind relativ langsam, das heißt, wir müssen wirklich mit den Triebwerken landen. Ansonsten kriege ich die Kiste nicht hoch genug gezogen, glaube ich. Deswegen werde ich jetzt hier leider nochmal die Thruster anschmeißen müssen. Ist ein bisschen weiter nach links. Bisschen weiter nach links. So, und von hier aus können wir jetzt normalerweise zumindest landen. Weiter nach oben. Weiter nach oben. Dieser Marker hier unten, der Progress-Marker, der Ruckler war gerade Clutch, actually. Der muss ungefähr da sein, wo jetzt gerade ist. Also der darf nicht im Orangenbereich sein oder kaum im Orangenbereich. Der sollte möglichst mittig sein. Und dann setzt er hier auf und wobbelt einmal und dann passt das hoffentlich trotzdem. Ja, und das war ein bisschen, das ist ein bisschen unkontrolliert gerade alles, aber wir deployen jetzt einfach unsere Drogchutes. Und wie ihr seht, war das tatsächlich eine First-Try-erfolgreiche Landung. Aus welchen Gründen gehen unsere Airbrakes hier gar nicht mehr auf? Nur die da gehen auf, die anderen sind irgendwie nicht gemappt. Okay, keine Ahnung, whatever, was soll's. Das ist eine erfolgreiche Landung, wie ihr seht. Tatsächlich First Try, ohne irgendwie ein Safe zu laden. Hätte ich es nicht erwartet. Also ich schaffe das durchaus, First Try zu landen, wie ihr gerade gesehen habt. Aber ja. So sieht eine erfolgreiche Shuttle-Landung aus. Ich bin gerade überlegen, ob ich euch noch irgendwelche Pointer geben kann zu Sachen, die ich jetzt vielleicht nicht so in-depth gezeigt habe. Wie gesagt, also solltet ihr nicht stallen müssen, um weit genug runterzukommen. Die Landung, ne, ihr habt es ja gerade gesehen, nachdem ich diese Kurve geflogen bin, die Landung sieht quasi immer gleich aus. Und wenn ihr mehr Speed habt als ich, müsst ihr eure Triebwerke eventuell nicht nutzen. Der Plan ist dann einfach, ihr macht quasi ein Nose-Dive-Manöver, also ihr fliegt quasi, ne, relativ gerade nach unten, was ist gerade, aber ihr fliegt halt aggressiv runter und lasst euch einfach von der Schwerkraft aggressiv runterziehen. Und kurz bevor ihr landet, müsst ihr dann teilweise euer Triebwerk nicht nutzen, sondern könnt einfach relativ aggressiv nach oben pitchen. Und könnt dann quasi euren Speed nutzen, um quasi so Woo-Manöver zu machen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ihr kennt ja bestimmt das Nike-Logo, ne? Nee, dieses Checkmark. Wie so ein Checkmark quasi, ja, ne? So. Ihr nehmt quasi euren Speed mit und zieht den quasi nach oben mit Hilfe von euren Aerodynamikteilen. Die lenken euren Speed um und ihr fliegt quasi runter. Like, ihr kommt so an und fliegt runter und dann zack, dann lenkt ihr euch so nach oben ab. Und dadurch geht der Progress-Marker dann nochmal, springt nochmal nach oben. Das muss man timen, das muss man üben. Das kriegt man nicht unbedingt auf Anhieb hin. Das Timing dafür muss man lernen, quasi, wann man das machen muss. Aber dann springt der ungefähr zu dieser Stelle, wo ich jetzt gerade quasi, ne, hier dieser neutralen, flachen Stelle quasi, da springt er dann hin. Und das ist da, wo man den ungefähr haben will, wenn man landen will. Vielleicht auch ein bisschen höher. Das kommt, okay, höher sollte er nicht sein, weil dann fliegt er wieder nach oben, actually. Aber manchmal bietet sich auch das an, ich weiß nicht. Ist alles eine Sache vom Gefühl. Das Landen selber muss man relativ viel üben, bevor man das reliably down hat. Ich habe es selber auch noch nicht mega reliably down, aber ja, so geht das. Und dann würde ich sagen, haben wir heute unsere erste Stationsteil gelauncht, können jetzt unser Shuttle recovern. Und ja, gestern würde ich dann an dieser Stelle sagen, sollte euch das Video gut gefallen haben, lasst mir gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen und mich auch sehr unterstützen. Oder sollte ich euch damit geholfen haben, I guess. Falls ihr noch Fragen habt, das ist auch wichtig, lasst mir gerne Kommentare da. Ich erkläre euch das dann alles so, insofern ich kann und ne? Und so weiter und so fort. Vielleicht kommt ja von euch jetzt ein oh, ich habe das und das noch nicht verstanden bei der Landung und dieses und jenes. Kannst du das nochmal im Detail erklären? Dann kann ich dazu vielleicht auch nochmal ein zusätzliches Video machen. Ein zusätzliches Video zum Thema, wie fliege ich und lande ich Shuttles zum Beispiel. Keine Ahnung. Ich meine, das ist quasi so ein wie fliege und lande ich Shuttles Video, aber falls es noch irgendwas Bestimmtes gibt, was ihr noch nicht verstanden habt, 83.000 Funds haben wir uns recovered. Das ist das Nice an Shuttles, man recovert quasi einen großen Teil seiner Rakete, beziehungsweise seinen Shuttles, das recovert man halt wieder und kriegt das Geld einfach wieder zurück. Aber ja, solltet ihr dann noch Rückfragen haben, Zwischenfragen, keine Angst, kloppt die einfach in die Kommentare. Auch gerne ein Like auf den Like-Knopf kloppen. Auch das würde mich auch sehr, sehr unterstützen. Aber ja, so viel zum Thema Support, ne? Abos, Likes und Kommentare. Ihr kennt es bestimmt schon mal auf anderen Kanälen gehört. Das wäre es auf jeden Fall von mir für den heutigen Partner ansonsten. Ich wünsche euch in jedem Falle
Noch einen schönen Resttag. Solltet ihr auch selber, das hier jetzt nicht als Let's Play verfolgen, sondern auch selber KSP spielen, wünsche ich euch noch einige erfolgreiche Shuttle-Launches, I guess. Und klickt eben gerne einfach auf den Endcard gleich auf nächstes Video, auf nächsten Part. Da geht es direkt weiter mit dem nächsten Part. Der sich dann weniger mit dem Shuttle, also das werden wir weiter nutzen. I guess, auch dafür könnt ihr es gucken, ne? Falls ihr sehen wollt, wie eine andere Shuttle-Landung von mir vielleicht aussieht, oder mehrere Shuttle, weil wir werden mehrere Shuttle-Flüge zu machen müssen. Aber der nächste Part wird sich dann primär damit befassen, wie baue ich eine Orbitalstation mit Hilfe eines Shuttles, I guess, im Low Carbon Orbit. Aber ja, das wär's von mir fürs heutige Video. Lasst mir kurz gesagt, eben gerne ein Abo da. Ich wünsche noch einen schönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Quittag!